Als Patient, da bin ich froh, wenn das nächste Krankenhaus in der Nähe ist und ich nicht noch stundenlang fahren muss, auch wenn ich zum Beispiel einen Kranken besuchen will. Grundsätzlich möchte ich natürlich überhaupt nicht ins Krankenhaus. Vor allem Operationen möchte wohl jeder, wenn es irgendwie geht, bloß vermeiden. Kann ich mich in Rheinland-Pfalz als Patient aber darauf verlassen, dass ich überall im Land richtig versorgt werde und wenn es darauf ankommt, auch schnell genug? Zur Sache, will's wissen. Viele Menschen, die haben es ja am Knie. Deutschlandweit werden rund 150.000 neue Kniegelenke im Jahr eingesetzt. Der SWR Klinikcheck, der hat herausgefunden, dass es bei diesen Operationen in Rheinland-Pfalz offenbar Unterschiede gibt. Nämlich wo sie am häufigsten gemacht werden und wie erfolgreich dabei. Mein Kollege Frank Helbert, der hat auch seit 2 Jahren Knieprobleme, obwohl er ein Läufer ist. Und war sehr überrascht über das doch weite Spektrum an Therapievorschlägen. Patientin Ursula Deist. Sie konnte nicht mehr wandern, ließ sich am Kniegelenk operieren und danach war alles nur noch schlimmer. Das Knie von Heiko Nied. Er konnte nicht mehr joggen, bekam ein neues Kniegelenk. Seitdem muss er Schmerzmittel nehmen und kann kaum noch laufen. Vor 2 Jahren merke ich beim Joggen plötzlich einen höllischen Schmerz. Nichts geht mehr. Es ist das Knie. Ich gehe zum Orthopäden. Er ist der erste von mehreren, die mein Knie beurteilen werden. Seine Diagnose: Meniskus und Bänder kaputt. Sein Therapievorschlag: Operation. Zur Sache, will wissen, wird zu schnell und oft sinnlos operiert? Diesen Test mache ich an meiner eigenen Krankengeschichte. Die nächste Station, der Radiologe. Mit den Bildern gehe ich zu einem zweiten Arzt. Die Diagnose hier identisch, der Therapievorschlag: Operation. Ich bin verunsichert. Soll ich zur Knie-OP? Hilft mir die wirklich? Oder habe auch ich danach vielleicht nach wie vor Schmerzen beim Treppenlaufen? Und ich merkte, das ist nicht in Ordnung. Das tut noch weh. Muss auch ich mir hinterher vielleicht die Frage stellen: Warum ist dieses Knie überhaupt künstlich ersetzt worden? Zur Sache, will zunächst wissen, schlagen Ärzte auch Therapiealternativen zu einer Knieoperation vor? Ich gehe deshalb zu einem dritten Arzt, dem Orthopäden und Sportmediziner Klaus Gerlach, und bringe die Bilder aus der Radiologie mit. Ein paar Unterlagen dabei. Die Bilder interessieren mich erstmal nicht. Ich möchte den Patienten behandeln und keine Röntgenbilder. Dieser Arzt sucht zum ersten Mal die Ursache für die Schmerzen im Knie. Das ist unerträglich. Mhm, okay. Ja, das ist ein schönes Reizknie, das ist auch leicht überwärmt. Und die Beinachsen sind schief. Das belastet die Gelenke extrem. Sein Therapievorschlag: Ich würde vorschlagen, dass wir mit Einlagen versorgen, dass wir den Fuß leicht aufrichten, beide Füße leicht aufrichten, dass die Achse wieder gerade ist, dass eine kleine Dämpfung da ist und ein Krafttraining. Sie müssen mindestens 2-mal in der Woche Zeit haben, was zu tun. Es gibt offenbar doch Alternativen zur Operation. Warum seine Kollegen so oft Operationen empfehlen, erfahren wir später. Ich beginne mit der Physiotherapie. Zur Sache, will's genau wissen. Wo in Rheinland-Pfalz gibt es überdurchschnittlich viele Operationen am Knie? Eine Untersuchung der Bertelsmann Stiftung sagt, auffällig viele in den Kreisen Birkenfeld, Bad Kreuznach und Mainz-Bingen. Der SWR Klinikcheck bestätigt diese Daten. Die Erfolgsaussichten einer Knie-OP sind regional sehr unterschiedlich. Der SWR Klinikcheck hat anhand von Krankendaten der AOK folgendes Bild ermittelt. So haben Ludwigshafen und Prüm eine höhere Erfolgsquote erreicht. Eine geringere Erfolgsquote konnte in Bad Kreuznach ausgemacht werden. Aus Sicht der Klinik hänge das damit zusammen, dass der SWR Klinikcheck nur AOK-Patienten berücksichtigt habe und die machten nur 30% der OP-Fälle aus. Diese unterschiedliche Qualität von Knieoperationen in verschiedenen Regionen des Landes soll zukünftig nicht mehr sein. Eine neue Regelung schreibt deswegen den Krankenhäusern Mindestmengen von 50 Knieoperationen pro Jahr zur Qualitätssicherung vor. Doch für den Orthopäden Christian Steingesser verfehlt diese Regelung ihr Ziel, weil sie sich nur auf die Krankenhäuser bezieht. Was anderes wäre es, wenn man die Mindestmenge auf Operateure, also pro Operateur definieren würde.
Weil es ist natürlich ein Unterschied, ob in einem Krankenhaus 10 Operateure zum Beispiel eine Knieprothese operieren oder 2. Dann bei 2 Operateuren kommen auf jeden Operateur 25 Eingriffe pro Jahr, bei 10 Operateuren sind es 5. Und woran liegt es, wenn in den Arztpraxen besonders viel operiert wird? Warum etwa haben mir gleich 2 Ärzte eine Operation empfohlen? Einen Grund dafür kann Orthopäde Nummer 4 Dr. Steingesser in meinen radiologischen Aufnahmen nicht erkennen. Welchen Grund sonst gibt es für OP-Empfehlungen? Er ist bei unseren Recherchen der Einzige, der bei dieser Frage zur Sache kommt. Und man muss sich einfach nur mal klar machen, dass ein Orthopäde, also ich spreche jetzt mal für meinen Bereich, ich bin niedergelassener Orthopäde, dass ein Orthopäde im Quartal ungefähr 20 Euro für einen Patienten bekommt, wenn er diesen konservativ behandelt, egal wie häufig dieser Patient im Quartal kommt. Dass er aber für eine Operation am Knie, je nachdem, welchen Eingriff er durchführt, sagen wir mal zwischen 300 und 1000 Euro bekommt. Offenbar liegt es vor allem am Profit für Ärzte und Krankenhäuser, wenn vorschnell zum Skalpell gegriffen wird. Aber welche Rolle spielen wir Patienten? Glauben wir zu schnell den Ärzten? Hoffen wir zu sehr auf eine schnelle Schmerzbefreiung durch eine OP? Das will ich von Markus Schiltenwolf wissen, dem angesehenen Orthopädieprofessor an der Uniklinik in Heidelberg. Mit dieser Hoffnung gehen wir dann zum Arzt und sagen, das ist so wie bei der Spülmaschine, wie beim Auto, repariere das. Auch gegen diese Einstellung arbeitet Schiltenwolf nicht nur gegen Schmerz und Krankheit. Sein Wunsch dabei? Dass der Patient oder sagen wir der Betroffene mehr auf sich blicken sollte und auf die Frage achten sollte, was kann ich selbst tun, also Eigenverantwortung. Mein Fazit, nach 1,5 Jahren Krafttraining haben meine Knieschmerzen deutlich nachgelassen. Ist mein Knie wieder gesund? Das will ich von dem Arzt wissen, der mir die Operation erspart hat. Die Fortschritte sind sogar messbar, mit geraden und krummen Linien im Vergleich. So stand das rechte Bein am Anfang des Trainings. Der Knick in der Beinachse war deutlich zu sehen. Heute, so Dr. Gerlach, ist die Beinachse stabilisiert. Nicht nur der Einlagen wegen, sondern auch aufgrund des Muskelaufbaus. Die OP war also nicht nötig, entgegen der beiden Diagnosen. Und das Joggen geht jetzt auch wieder. Noch nicht so viel wie früher, aber es wird immer besser mit jedem Mal laufen. Bei mir ist Gesundheitsministerin Sabine Betzing-Lichtentäler. Guten Abend. Hallo, guten Abend. Ist das die logische Konsequenz, dass Krankenhäuser bzw. Ärzte, wenn sie wirtschaftlich arbeiten wollen, dann eben auch mal schneller zum Skalpell greifen? Nein, das kann nicht die logische Konsequenz sein. Wenn man sich anschaut, welche Verpflichtungen auch die Ärztinnen und Ärzte haben, sie sollen ja nur operieren, wenn wirklich das medizinisch notwendig ist und medizinisch notwendig angezeigt ist. Das, was wir in diesem Film gerade gesehen haben, sind hoffentlich wirklich nicht die Regeln, es sind Ausnahmefälle, sondern so wie Dr. Gerlach gehandelt hat, zu schauen, ist es notwendig, geht es konservativ, das ist, glaube ich, der richtige Weg. Wir wollen, um so etwas auch voranzutreiben, auch mit unserem neuen Gesetzesentwurf auf Bundesebene dafür Sorge tragen, dass sich die Patienten künftig eine Zweitmeinung eben auch einholen können, um da auch nochmal vielleicht so das ein oder andere schwarze Schaf eben mit aufdecken zu können. Na, in dem Fall waren es ja tatsächlich mehrere Orthopäden und man weiß, dass die Termine bei Orthopäden auch sehr schwer zu bekommen sind. Wie lange muss ich dann auf eine Zweit- oder Drittmeinung warten? Das ist ja auch ein Problem. Also wie kann uns denn die Politik als Patienten tatsächlich schützen konkret? Also wir haben über das Patientenschutzgesetz, wir haben auch unseren Patientenbeauftragten der Bundesregierung, aber wir haben natürlich auch diese Möglichkeiten, wie jetzt in diesem neuen Krankenhausstrukturgesetz, der Zweitmeinung und wo wir jetzt einen ganz wichtigen Aspekt drauf legen, ist die Qualität. Wir werden künftig das Thema Qualität, auch was dann die Krankenhausplanung und die medizinische Versorgung angeht, noch stärker in den Fokus stellen und das wird ein ganz wesentlicher Aspekt werden des neuen Gesetzes. Und wie? Denn es gibt tatsächlich Unterschiede bei den Erfolgschancen solcher beispielsweise. Knieoperationen, die dann eben nicht nur überflüssig, sondern teilweise auch völlig erfolglos sein können. Braucht es für solche Eingriffe nicht klare Qualitätsstandards? Also was beinhaltet diese Gesetzesinitiative? Also der gemeinsame Bundesausschuss wird Kriterien festlegen bezüglich der Qualität und wir werden dann als Länder diese entsprechend übernehmen, vielleicht sogar auch noch anpassen. In dem Fall der Knieprothetik, wie man jetzt hier sehen konnte, Ludwigshafen beispielsweise hat sich als Endoprothetikzentrum zertifizieren lassen.
lassen. Heißt? Das heißt, dass sie wirklich da ganz spezialisiert drauf sind und sie untersuchen auch ihre Ergebnisse und verbessern kontinuierlich ihre Prozesse. Das ist der Grund, warum sie eine bessere Qualität haben. Sie lassen sich auch in ein Register eintragen und haben nicht nur Transparenz, sondern auch wesentlich bessere Qualitätsmerkmale. Und das können wir derzeit als Gesetzgeber noch nicht vorschreiben, aber man sieht, solche Angebote setzen sich dann durch bei den Patientinnen und Patienten. Danke soweit fürs Erste. Wir reden gleich weiter.